Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, liebe Gäste. Hinsehen, handeln und helfen. Kinderschutz in Brandenburg stärken, lautet der Titel der Aktuellen Stunde der CDU-Fraktion. Sie werfen in Ihrem Antrag die Frage auf, wie Kindeswohl und Kinderschutz im Land Brandenburg verbessert werden können. Die Antwort kann nach 4,5 Jahren Regierung aus SPD, CDU und Grünen nur lauten, indem diese Regierung schnellstmöglich und bald abgewählt wird. Denn was bitte schön hat sich denn unter Ihrer Verantwortung im Bereich der Kinder-, Jugend- und Bildungspolitik eigentlich auch nur ansatzweise verbessert? Wenn wir Ihre Bilanz beim Thema Kindeswohl und Kinderschutz Revue passieren lassen, dann stellen wir fest, statt hinzusehen, zu handeln und zu helfen, haben Sie immer nur weggeschaut, nicht oder falsch gehandelt und damit den Kinderschutz gründlich ruiniert. Da bringt es auch überhaupt nichts, wenn Sie kurz vor Ende der Legislaturperiode einen 200-seitigen Gesetzesentwurf zum Kinder- und Jugendschutz vorlegen. Rufen wir uns doch einmal in Erinnerung, was in den letzten Jahren geschehen ist. Schon in Ihrem Koalitionsvertrag von 2019 hatten Sie vollmundig versprochen, das Kindeswohl in den Mittelpunkt zu rücken. Brandenburg kämpft seit Jahren mit einem massiven Mangel an Erziehern, an Lehrern und an Mitarbeitern in der Jugendhilfe. Und zwar deshalb, weil Sie einfach nicht auf die Reihe bekommen, dieses steinzeitliche Kita-Gesetz zu reformieren oder für bessere Arbeits- und Rahmenbedingungen zu sorgen. Dadurch fehlen ausgerechnet jene Berufsgruppen, die den Kinderschutz in Kindergärten und Schulen gewährleisten sollen. Darüber hinaus befindet sich die Gesellschaft seit 4 Jahren im Ausnahmezustand. Da waren zunächst einmal die Corona-Zwangsmaßnahmen, dann folgte der Krieg in der Ukraine und parallel dazu eine völlig irre Wirtschafts- und Energiepolitik auf Bundes- und Landesebene. Seit Jahren werden Arbeitsplätze vernichtet, werden die Bürger finanziell ruiniert, wird der Mittelstand in die Insolvenz und Unternehmen reihenweise ins Ausland getrieben. Und diese ganze Gemengelage führt zu Zukunftsängsten, zu Erschöpfung, zu Überforderung, zu Frustration und zu Wut. All das schwächt Familien und gefährdet Kinder, statt sie zu schützen. Sie beklagen heute also Zustände, die ausschließlich Sie selbst zu verantworten haben und niemand sonst. Für diese Politik sollten Sie sich eigentlich entschuldigen. Aber eine solche Entschuldigung werden Sie auch heute nicht über die Lippen bringen. Stattdessen inszenieren Sie sich schon wieder als Anwälte des Kindeswohls. Und Sie tun das völlig ungeniert, wenn Sie feierlich appellieren, ich zitiere aus dem Antrag der CDU-Fraktion, wir müssen den Schutz und die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, sei es vor physischer, psychischer, sexualisierter Gewalt, im analogen und digitalen Leben erhöhen. Diesen Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Denn was bitte schön heißt hier wir? Wer sind wir? Und warum fordern ausgerechnet Sie als Regierungspartei Dinge ein, die Sie selbst schon längst hätten umsetzen können? Seit 4,5 Jahren verfügen Sie gemeinsam mit SPD und Grünen über eine komfortable Mehrheit in diesem Haus. Mit dieser Mehrheit hatten Sie jederzeit alle Hebel in der Hand, um Familien, Bildung und den Kinderschutz durch eine verantwortungsvolle Politik zu stärken. Theoretisch bekennen Sie sich zum Kinderschutz. Praktisch haben Sie das komplette Gegenteil gemacht. Und deshalb ist diese Aktuelle Stunde eine Scheindebatte, mit der Sie von Ihrem Totalversagen ablenken wollen. Wer es mit dem Kinderschutz wirklich ernst meint und wem das Wohl von Kindern am Herzen liegt, der muss Familien und Kinder stark machen. Der muss für gesunde und motivierte Erzieher und Lehrer sorgen. Der muss wenigstens ein Mindestmaß an elementarer Bildung garantieren können. Der muss eine übergriffige und abartige Sexualpädagogik in Kindergärten und Schulen beenden. Vor allem aber beweisen, dass er nach ganzen 4,5 Jahren nicht nur wohlklingende Anträge mit abstrakten Absichtserklärungen verfassen kann, sondern fähig ist, zur Abwechslung einmal konkrete politische Maßnahmen umzusetzen, die dem Kinderschutz helfen und nicht schaden. Dazu waren und sind Sie entweder nicht willens oder nicht in der Lage. Und deshalb bleibe ich dabei. Wer besseren Kinderschutz will, der muss zuallererst diese Koalition abwählen. Denn Sie haben jedes Vertrauen restlos verspielt. Vielen Dank.
Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.